Mai 1945. Ganz Deutschland liegt in Trümmern. 6 Kriegsjahre haben das Land und seine Menschen verändert. Die Stunde Null ist eine tiefe Zäsur. Unter den Trümmern liegen nicht nur die Reste einer unmenschlichen Diktatur. Unter ihnen liegt unwiederbringlich auch jene Zeit begraben, in der die Menschen in Frieden in ihren Städten und Dörfern lebten. Die Jahre vor dem Krieg. Landschaften und knorrige Typen, Lebens- und Arbeitswelten, die für immer der Vergangenheit angehören. Doch nicht alles ist im Dunkel der Geschichte verloren gegangen. Denn im Zuge des technischen Fortschritts war das Filmen mit kleinen Schmalfilmkameras zu einem beliebten Hobby geworden. Kein billiges Vergnügen. Die Filme waren kurz und teuer, Farbfilmmaterial eine ausgesprochene Seltenheit. Diese Zusammenstellung ist eine wahre Fundgrube, denn die privat gedrehten Filme führen nicht nur in die verschiedensten Regionen und Städte Deutschlands, sie gewähren Einblick in die Lebenssituationen und Arbeitsbedingungen, wie sie heute nicht mehr existieren. Die Aufnahmen sind so verschieden wie die Menschen, die sie damals machten. Jeder Film ist nur ein kleiner Mosaikstein. Doch zusammengesetzt ergeben sie ein informatives und unterhaltsames Gesamtbild Deutschlands in den 30er Jahren. Kiel 1936. Die Segelwettbewerbe der Olympischen Spiele, die in diesem Jahr in Berlin stattfanden, wurden in Kiel ausgetragen und zogen zahlreiche Besucher von nah und fern nach Schilksee an der Kieler Förde. Zahlreiche Segler nutzten die Gelegenheit, um bei herrlichem Sommerwetter die Feierlichkeiten von See aus zu erleben. Ihre Segelboote kreuzten in großer Zahl auf der Kieler Förde. Die Fahne der schwedischen Olympiamannschaft wurde feierlich gehisst. Die Segelwettbewerbe waren auch ein willkommener Anlass für das Treffen einer Marinekameradschaft. Lachend präsentiert sich die Gesellschaft dem Fotografen. Während die Damen die neueste Mode zur Schau stellen, zeigen sich die Herren in eleganten Anzügen und schmucken Uniformen. Der eigens einbestellte Fotograf hat seine liebe Not, die ganze Gruppe aufs Bild zu bannen, doch gekonnt diszipliniert er die Truppe. Da hat es dieser Herr mit seiner handlichen 8mm Kamera schon wesentlich einfacher. Sein Interesse gilt aber augenscheinlich nur den hübschen Füßen der angereisten Damen. Schließlich hat auch der Fotograf seine Arbeit abgeschlossen, das Erinnerungsfoto ist fertig. Von der Terrasse des Ausfluglokals in Schilksee geht der Blick auf das gegenüberliegende Ufer und weiter über die Kieler Förde in Richtung Ostsee. Im Hintergrund gerade noch zu erkennen die Silhouette des Marine-Ehrenmals von Laboe. Schon damals war die Fahrt nach Laboe ein Muss für jeden Besucher von Kiel. Bei herrlichem Sonnenschein sammeln sich die Ausflügler am Vormittag an der Seegartenbrücke, dem Abfahrtssteg der Ausflugsdampfer. Schön zu studieren sind an diesen Bildern die seinerzeit aktuelle Damenmode und die Barttracht der gesetzteren Herren. Der erste Teil der Reisegruppe fährt bereits los. Die übrigen warten auf den nächsten Dampfer und verabschieden fröhlich winkend ihre vorausfahrenden Freunde. Ein Blick zurück auf die Bellevue-Brücke. Welches Erlebnis mag damals der gemeinsame Ausflug mit den Großeltern für dieses kleine Mädchen gewesen sein? Die Besucher passieren Möltenort mit seinem U-Boot-Ehrenmal. Damals wies noch ein Leuchtturm den ein- und auslaufenden Schiffen den sicheren Weg. Hier draußen am Eingang zur Ostsee zeigt sich schon die Kraft der Natur.
Der Wind bläst so kräftig, dass manche Damen um ihren modischen Hut fürchten müssen. Auch bei einer so munteren Gesellschaft verkürzt ein zünftiges Bier die Fahrzeit auf der 17 Kilometer langen Förde. Das Ausflugsziel ist fast erreicht, das Marine-Ehrenmal von La Bœuf. Nachdem der Kapitän an der Brücke der neuen Dampfschiffkompanie angelegt hat, verlassen die Ausflügler den schwankenden Boden. Die neue politische Macht durchdrang die Gesellschaft bis ins Private. Kinder im Matrosenanzug mit einer Hakenkreuzbinde. Zu Fuß geht es am feinen Sandstrand des Ostseebades entlang zu dem gerade fertiggestellten Ehrenmal. 10 Jahre lang hatten die Arbeiten gedauert. Trutzig erhebt sich der 85 Meter hohe Turm über der Gesamtanlage. Seine Form ist dem Vordersteven eines Schiffes nachgebildet. Von der obersten Aussichtsplattform hat man einen faszinierenden Blick auf den Strand von La Bœuf und den Schiffsverkehr auf der Förde. Viel zu schnell ist der Tag vergangen und die Rückreise muss angetreten werden. Die immer hungrigen Möwen umkreisen den Dampfer in der Hoffnung, von den Passagieren einen Brotkrumen zu erhaschen. Der Leuchtturm zeigt, dass man sich dem Hafen von Kiel nähert. Silbern spiegelt sich die Abendsonne auf den Wellen und mit einem letzten Blick auf die malerischen Segelboote geht dieser Ausflug zu Ende. Der nächste Film führt uns in den Norden Deutschlands, auf die Insel Sylt. Der breite Sandstrand von Kampen war auch damals schon ein beliebtes Reiseziel für Sonnenhungrige und ein idealer Spielplatz für Kinder. Das Bauen von Sandburgen hat eine lange Tradition. Während der Vater schwitzt, genießen die Kinder die Sonne und das Meer. Doch so ganz scheint die Wassertemperatur noch nicht zu stimmen. Eine Filmkamera ist zu dieser Zeit eher eine Seltenheit und reizt einfach zum Winken. Für die älteren Kinder ist der weiche Nordseesand ein idealer Platz zum Tollen und Spielen. Die geschlossene Strandkleidung der Erwachsenen verrät einiges über die moralischen Ansichten der Zeit. Doch auch so lässt sich das Strandleben gut genießen. Mit einem herrlichen Schwenk über die steilen Cliffs und den breiten Sandstrand von Kampen verabschieden wir uns von Sylt. Ebenso beliebt wie Sylt war die ostfriesische Insel Borkum. Über 38.000 Badegäste besuchten Jahr für Jahr die Insel. Das gesellschaftliche Leben auf dieser westlichsten und größten ostfriesischen Insel spielte sich auf der modernen Kurpromenade ab. Durch eine Sturmflut im Mittelalter wurde Borkum in zwei Teile gerissen, West- und Ostland, die 1863 durch einen Deich wieder verbunden wurden.
Das Westland mit der Ortschaft muss durch mächtige Schutzbauten gegen den ständigen Strand- und Dünenabbruch durch den Flutstrom der Westerems gesichert werden, während ostwärtige Strandverlagerungen das Ostland vergrößern. Wangerooge, so birgt auch Borkum alle Landschaftselemente der Düneninsel. Dünen, bis 19 Meter hoch in allen Entwicklungsstadien, Strandwälle und alte Strandflächen sowie Marschbildung bis zum eingedeichten Weideland. Lachende Gesichter. Deutschland vor dem Krieg. Während die Besucher ihren Urlaub genießen, geht für die einheimischen Fischer das Arbeitsleben weiter. Das Heranziehen eines Kahns ist für die Urlauber aus der Stadt ein aufregendes Schauspiel und für die Kinder ein Abenteuer. Wir bleiben an der Waterkant. Unser nächster Ausflug beginnt in Hamburg. Für die zahlreichen Besucher war vor allem die einzigartige Atmosphäre des Welthafens eine Attraktion. Diese Bilder rufen in Erinnerung, wie sich vor rund 70 Jahren das Leben auf der Elbe abgespielt hat. Viele Urlauber nutzten die Gelegenheit, um mit einem Schiff von Hamburg aus nach Helgoland zu fahren. Ein Blick zurück auf die Landungsbrücken und St. Pauli, schon damals ein bekanntes Vergnügungsviertel. Die Fahrt geht zunächst in Richtung Cuxhaven. Die Seebäderbrücke von Cuxhaven mit dem dahinterliegenden Leuchtturm Alte Liebe am linken Ufer der Elbmündung. Zahlreiche Urlauber beobachten das einlaufende Schiff. Hier wird ein Zwischenstopp eingelegt und einige Passagiere gehen von Bord. Jetzt geht die Fahrt ohne Unterbrechung bis ans Ziel. Und auch hier sind die Möwen stete Begleiter. Am Horizont ist bereits die unverwechselbare Silhouette Helgolands auszumachen. Damals wie heute müssen Schiffe mit tieferem Seegang auf offenem Meer vor der Insel ankern. Die Passagiere werden von hier aus mit kleinen Booten an Land gebracht. Der berühmte rote Felsen von Helgoland, das Wahrzeichen der Insel. Rot ist die Kant, weiß ist der Strand, grün ist das Land. Das sind die Farben von Helgoland. Helgoland hatte sich zu der Zeit, in der diese Aufnahmen entstanden, noch seinen ursprünglichen Charme erhalten. Viele Bewohner der Insel lebten seinerzeit noch vom Fischfang. Ihre am Strand liegenden Fischerboote waren ein beliebtes Motiv für Fotografen und Filmer.
Zwar waren die Helgoländer schon damals auf Touristen eingestellt, aber noch bestimmten die engen, winkligen Gassen und die kleinen geduckten Fischerhäuschen das Bild der Insel. Die gesunde Nordseeluft wurde schon damals genutzt, um Erkrankungen der Atemwege auszukurieren. Vor allem Kinder verbrachten hier einen Genesungsurlaub. Begleiten wir den Kameramann ein wenig auf seinem Spaziergang durch die malerischen Gassen des alten Ortes. Heute ist von dieser Idylle kaum mehr etwas erhalten geblieben. Helgoland hat infolge seiner ausgezeichneten, die gesamte deutsche Bucht beherrschenden Lage eine wechselvolle Geschichte erlebt. Von Friesen besiedelt, gehörte es zunächst bis 1714 zum Herzogtum Schleswig, kam dann zu Dänemark und gehörte von 1807 bis 1890 zu Großbritannien. 1890 kam Helgoland im Austausch gegen Sansibar an Deutschland. Mit kleinen Booten werden die Urlauber täglich auf die nur knapp 1,5 Kilometer von der Hauptinsel entfernt liegende Düne gefahren. Hier liegt der schönste Badeplatz der Nordseeinsel. Bei dieser Überfahrt ist die charakteristische Form Helgolands besonders gut zu erkennen. Auf der Düne herrscht reger Badebetrieb. Schon damals bemühte man sich, dem Urlauber Besonderes zu bieten. Gymnastik und Sport am Strand waren eine willkommene Abwechslung für die sonnenhungrigen Touristen. Wie man sieht, ließen sich die Animateure von damals schon einiges einfallen, um die Menschen zu unterhalten. Der breite und flache Sandstrand der Düne war besonders beliebt, denn hier konnten auch Nichtschwimmer gefahrlos einen herrlichen Badeurlaub genießen. Wenn allerdings Sturm aufkam und die Wellen gegen den Strand peitschten, war Vorsicht geboten. Selbst Wasserski ist keine Erfindung der Gegenwart. Die Fahrt in einem kleinen Fischerboot rund um die imposanten Felsen der Insel war für die Besucher vom Festland ein besonderes Abenteuer. So zeigte sich Helgoland noch einmal in seiner ganzen Schönheit. Stimmungsvoller kann ein Urlaub nicht zu Ende gehen. Der nächste Film führt uns nach Bremen. Diese Aufnahme, lange vor dem Krieg entstanden, ist kaum mehr als ein Kameraschwenk über das Zentrum der alten Hansestadt. Angesichts der schweren Zerstörung im Luftkrieg allerdings sind diese Bilder besonders wertvoll. Eingebettet in das alltägliche Leben rund um den Marktplatz zeigt sie das Rathaus, die alten Patrizierhäuser und das Wahrzeichen der Stadt, den Roland. Glaubt, dass es vor rund 70 Jahren in Bremen noch ruhig und gelassen zugegangen ist, sieht sich getäuscht. Geschäftig eilen die Menschen über die breiten Straßen. Und neben der Straßenbahn bestimmen immer mehr Automobile das Stadtbild. Nur auf dem Markt mit seinen zahlreichen Verkaufsständen scheint sich die gute alte Zeit gehalten zu haben. Knapp 100 Kilometer südlich von Bremen liegt unser nächstes Ziel, das Denkmal Kaiser Wilhelms I. an der Porta Westfalica bei Minden. Von dem 277 Meter hohen Wittekindsberg, auf dem das imposante Denkmal errichtet wurde, hat man einen unverstellten Blick auf das Weserbergland und die Weser. Das in den Jahren 1892 bis 1896 errichtete Denkmal ist eines der bekanntesten unter den fast 400, die nach dem Tode Wilhelms I. im damaligen Deutschen Reich errichtet wurden.
Professionell gemacht ist der Film, der uns jetzt in ein typisches ostwestfälisches Dorf nach Wadersloh führt. Er vermittelt viele Informationen über das Leben in einer kleinen Gemeinde zu Beginn der 30er Jahre. Wadersloh wurde erstmals 1187 urkundlich erwähnt. Der Ort war von Beginn an ein sogenanntes Kirchdorf, ein Siedlungsschwerpunkt rund um die Kirche. Wadersloh's bedeutendstes Bauwerk ist die Margaretenkirche. Sie wurde in den Jahren 1890 bis 1894 durch den Baumeister Rinklage errichtet. Von ihrem 84 Meter hohen Turm hat man einen weiten Blick über die ganze Gemeinde. Hier scheint die Zeit wirklich stehen geblieben zu sein. Hektischer Verkehr auf den Kopfsteinpflasterstraßen ist unbekannt. Pferdewagen bestimmen das Straßenbild. Selbst die Kinder konnten noch ohne Gefahr auf den Straßen spielen. Der Postbote war damals noch eine Institution. Er brachte nicht nur die Post. Für Gespräche am Rande blieb immer Zeit und Neuigkeiten wurden auf diese Weise schnell im Dorf verbreitet. Selbst die neuen Klumpen des Holzschnitzers mussten von ihm begutachtet werden. Im örtlichen Kindergarten wurden die Kinder vorbildlich betreut. Alte Bauernhöfe im traditionellen Fachwerkbau bestimmten das Dorfbild. Der Kameramann scheint allerdings sein besonderes Gefallen an den knorrigen westfälischen Typen gehabt zu haben. Denn immer wieder richtete er seine Kamera auf die markanten Gesichter, von denen jedes einzelne auf seine Art eindrucksvoll ist. Ein Dorf wie dieses war zur damaligen Zeit eine Welt für sich. Jung und alt lebten gemeinsam unter einem Dach. Und während die Eltern der täglichen Arbeit nachgingen, verbrachten Großeltern und Enkel gemeinsam den Tag. Die oft harte, körperliche Arbeit auf den Höfen und den Feldern bestimmte den Lebensrhythmus. Moderne Maschinen waren weitgehend unbekannt. Das Pferd war der wichtigste Helfer des Menschen. Ohne Pferde wäre die tägliche Arbeit kaum zu bewerkstelligen gewesen. Vor allem in der Erntezeit wurde jede Hand gebraucht. Wer immer eine Forke tragen konnte, verbrachte die Tage auf den Feldern. Das Aufhäufen des trockenen Strohs erforderte Kraft und Können. Solange das Wetter gut war, galt es, die Ernten in die Scheunen zu bringen. Bei allem Zeitdruck blieb das sprichwörtliche westfälische Gemüt. Für eine Pfeife mit gutem Tabak war immer Zeit. Der Stolz jedes westfälischen Bauern waren seine Pferde. Für die Pflege und Zucht wurde viel Zeit aufgewendet. Wer gut arbeitet, muss auch gut essen. Westfälisches Schwarzbrot war eine Spezialität und wurde nach altüberlieferten Rezepten hergestellt. Gleiches galt für den Korn, der gerne in geselliger Runde getrunken wurde. Der Film ist noch in einer zweiten Hinsicht von besonderer Bedeutung, denn er hält sehr anschaulich die politische Entwicklung in den 30er Jahren fest. Propaganda war mehr als nur ein Schlagwort. Bei jeder sich bietenden Gelegenheit überreichten die örtlichen Vertreter der NSDAP das Bild des neuen Führers Deutschlands an ihre Mitbürger. Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten im Jahre 1933 wehte schließlich auch über Wadersloh die Hakenkreuzfahne. Die neuen Machthaber bestimmten bis in die kleinsten Gemeinden hinein mehr und mehr das Leben der Menschen. Trotz allem wollte man auf die Unterhaltung nicht verzichten. Ab und an veranstaltete der örtliche Reichsarbeitsdienst ein Platzkonzert. Beim Umzug im Rahmen der Stadtgründungsfeier ist das politische Element unübersehbar. Reichsarbeitsdienst, Kriegervereine, Hitlerjugend und die örtlichen Parteivertreter führen den Zug an.
Selbst die traditionell gekleideten westfälischen Reiter grüßen mit erhobenem rechten Arm, was sie aber nicht hindert, ihre typisch westfälische Tabakspiepe zu schmücken. Verlassen wir jetzt Westfalen und folgen wir einem anderen Filmamateur an den Rhein. Unser erstes Ziel ist Bonn. Im kurfürstlichen Schloss befindet sich die im Jahre 1818 gegründete Universität. Der erste Geschichtsprofessor der neu gegründeten Universität war Ernst Moritz Arndt, der in diesem Haus lebte. Der berühmteste Sohn der Stadt indes war Ludwig van Beethoven, dessen Geburtshaus wir hier sehen. Der spätromanische Baustil der Basilika zeigt, dass die linksrheinische Stadt schon im 11. Jahrhundert ein bedeutender Platz war. Badevergnügen in einem Freibad in Bad Honnef. Erstaunlich, wie gut diese alten Farbaufnahmen noch erhalten sind. Im Hintergrund der Drachenfels. Eine Kahnpartie gehörte ebenso zu den Freizeitvergnügungen wie ein Besuch des über 300 Meter hohen Drachenfelsens mit der Drachenburg. Diese erreichte man entweder auf dem Rücken eines Esels oder mit der Drachenfelsbahn. Vom Gipfel, auf dem ein Restaurant zum Verweilen einlud, hatte man einen der schönsten Panoramablicke auf das Rheintal. Der Rhein war seit jeher eine wichtige Wasserstraße. Wer in dieser Region Urlaub machte oder eine Rheinfahrt unternahm, besuchte selbstverständlich auch Koblenz, damals Hauptstadt der Rheinprovinz. Pfiffige Geschäftsleute schoben schon damals den mobilen Eisstand vor sich her. Vor allem Kinder wussten dieses Angebot zu schätzen. Beherrscht wird Koblenz von der mächtigen, 118 Meter über dem Rhein liegenden Festung Ehrenbreitstein. Es ist ein Glücksfall, dass exakt passend zu dem vorhergehenden Farbfilm ein anderer Filmer genau an dieser Stelle seine Aufnahmen drehte. Sein Film zeigt zunächst noch einmal die mächtige Festung und hält dann ein interessantes historisches Detail fest, die seinerzeit noch existierende Pontonbrücke bei Koblenz. Diese Brücke, die als Verbindung zwischen dem linksrheinischen Koblenz und den rechtsrheinischen Orten Pfaffendorf und Ehrenbreitstein diente, sperrte den Fluss für die Schifffahrt und musste regelmäßig geöffnet werden. Erst wenn die Schiffe dieses Hindernis passiert hatten, konnten die fehlenden Brückenstücke wieder eingesetzt und der Übergang für die Fußgänger freigegeben werden. Koblenz mit seinen damals schon 92.000 Einwohnern hatte seinen Besuchern vieles zu bieten. Den schönsten Blick hat man von der Festung Ehrenbreitstein. Von hier aus geht der Blick über die Stadt auf das Deutsche Eck mit dem berühmten Reiterstandbild Kaiser Wilhelms I., auf die Mündung der Mosel in den Rhein und auf den Ort Lützel. Dass auch die Mosel ihre Reize hatte, beweist ein gut erhaltener Farbfilm aus dem Frühsommer 1939. Sie bildete damals auf 34 Kilometer Länge die Grenze zwischen Luxemburg und dem Deutschen Reich. Als Wasserstraße war sie ebenso bedeutend, wie sie als Ausflugsziel beliebt war. An ihren Ufern lagen verträumte kleine Ortschaften, deren ganze Schönheit sich erst bei einem Spaziergang erschloss. Bis ins Detail liebevoll gestaltete Fachwerkhäuser bestimmten das Bild der Moseldörfer
und überall luden kleine Restaurants die Besucher zu Kaffee und Kuchen. Wenn in Trier der Gautag begangen wurde, wie zur Zeit dieser Aufnahmen, hingen bis in die kleinsten Ortschaften die Hakenkreuzfahnen aus den Fenstern. Burg Cochem, hoch über dem engen Moseltal, zählt auch heute noch zu den schönsten Festungsanlagen. 1689 von den Franzosen zerstört, wurde die Burg in den Jahren 1868 bis 1877 wieder aufgebaut. Umrahmt von hohen Weinbergen schlängelt sich die Mosel meanderartig durch das rheinische Schiefergebirge. Von hier aus war es nur ein Katzensprung in die Eifel. Ein raues, wenig fruchtbares Hochland, das im Westen allmählich in die Ardennen übergeht. Ihrer Entstehung nach ist die Eifel ein altes Rumpfgebirge, reich an erloschenen Vulkanen und Kraterseen, den sogenannten Maren. Damals wie heute ein beliebtes Ausflugsziel für die Industriezentren am Niederrhein. Berühmt vor allem der Laacher See, mit der im Jahre 1093 vom Pfalzgrafen Heinrich II. Gegründeten Benediktinerabtei Maria Laach. Der Nürburgring war schon damals das Mekka des Motorsports. Die Rennen zogen zahlreiche Besucher von nah und fern an, die hier die Faszination des Motorsports hautnah erleben konnten. Wer damals überhaupt schon ein Auto besaß und vielleicht nach einem Besuch des Nürburgrings von einer Karriere als Rennfahrer träumte, wurde schnell von der Realität eingeholt. Waschen und Reparaturarbeiten waren auch schon vor rund 60 Jahren das Los des Autofahrers. Zurück an den Rhein führt uns ein weiterer Film. Zwischen den kleinen Ortschaften an den Ufern verkehrten zahlreiche Fähren. Denn die ohnehin wenigen Brücken existierten nur im Umkreis der größeren Städte. Fähren bildeten unentbehrliche Verbindungen zwischen den Dörfern. Der Fährmann musste damals noch über entsprechende Körperkräfte verfügen. Auch vor rund 60 Jahren waren Dampferfahrten auf dem Rhein schon ausgesprochen beliebt. Vor allem historisch Interessierte genossen diese Art des Reisens. Nirgendwo in Deutschland fanden und finden sich so viele Burgen und Schlösser wie an den Ufern des Rheins. Schon in den Zeiten, in denen die alten Burgen gebaut wurden, hatte der Rhein als Wasserstraße eine große Bedeutung. Im Zuge wachsender Mobilität und steigender Handelsverbindungen aber gewann er höchste Priorität. Daran konnte auch der schnelle Ausbau der Schienenverbindungen nichts ändern. Zu den schönsten Rheinburgen zählt die Pfalz bei Kaub. Sie stammt aus dem 14. Jahrhundert und ist ganz vom Wasser umschlossen. Eine der stolzesten Burganlagen am Rhein ist die Marxburg. Sie wurde niemals zerstört und bewahrt innen und außen viele historisch bedeutende Sehenswürdigkeiten. Im Schatten dieser wehrhaften Festung beenden wir unsere Rheinreise. Vom Rhein ist es nicht weit bis zum Taunus. Hier liegt das kleine Städtchen Kronberg. Den Ausgangspunkt der Siedlung bildete die Burg, die bereits um 1200 urkundlich erwähnt wurde. Der Ort selbst erhielt 1330 die Stadtrechte und wurde um die Mitte des 19. Jahrhunderts zum bevorzugten Villenvorort Frankfurts.
Das ist Frankfurt. Vor dem Krieg unzerstört. Eines der wenigen Gebäude, die man heute noch wiedererkennt, ist das Goethehaus, in dem der Dichter 1749 geboren wurde. Der nächste Film führt uns nach Bad Rippoldsau in den Schwarzwald. Er ist mit einer 16mm Kamera gedreht. Nur selten besaß ein Amateur eine derartig teure Kamera. Die Qualität der Aufnahmen ist natürlich weit besser als die eines 8mm Schmalfilms. Zu sehen sind die Freuden eines Moorbades, für das Bad Rippoldsau bekannt war. Der lebenslustige Patient jedenfalls scheint die Anwendung aus vollem Herzen zu genießen. Neben dem Schlammbad war das Trinkwasser des Bades ein wichtiges Kurmittel. Folgen wir dem Kameramann auf seinem filmischen Spaziergang durch den Kurort und die angrenzende Schwarzwaldregion und genießen wir deren Schönheiten. Pension Rosengarten lockte nicht nur mit Schwarzwälder Spezialitäten. Beliebt waren offensichtlich vor allem die frischen Bachforellen. Für das Wohl der Gäste sorgten derweil fleißige Hände im Hintergrund. Nachmittagskaffee und ein kleiner Plausch bei herrlichem Sonnenschein gehören zu jeder Kur. Ausflug ist geplant. Während die Damen noch den Wagen begutachten, sorgt einer der Herren für einen stimmungsvollen Start. Aus den Tälern des Schwarzwaldes steigt noch der Nebel auf. Und während die einen hart arbeiten müssen, genießen die anderen die wohlverdiente Mittagspause. Das Ziel scheint erreicht, ein uriger Gasthof. Hier steigt die Gesellschaft ab. Zumindest die Herren scheinen ein lauschiges Plätzchen gefunden zu haben. Bilder, die in unserer hektischen Zeit doppelt idyllisch wirken, bewahrt ein weiterer Filmstreifen. Er führt uns in eine andere Region des Schwarzwaldes, nach Heitersheim. Der kleine Ort liegt in der Nähe der französischen Grenze. Obgleich nur rund 60 Jahre zwischen diesen Bildern und unserer hochtechnisierten Gegenwart liegen, blicken wir in eine andere Welt. Die Ruhe und Gelassenheit eines bäuerlichen Lebens im Einklang mit der Natur ist an der Schwelle des neuen Jahrtausends für viele Menschen ein stiller Traum. Ein Versuch, dem immer schnelleren Takt der Geschehnisse auszuweichen und sich wieder den wesentlichen Fragen widmen zu können. Der Film wirkt für sich. Nehmen wir uns die Zeit und folgen wir den Bildern in eine unwiederbringliche Vergangenheit. Thank you.
Der gemächliche Lebensrhythmus vergangener Zeiten ragte noch weit in unser Jahrhundert, das Jahrhundert des technischen Fortschritts. Geradezu greifbar wird die Entwicklung am Bodensee, an den uns der nächste Filmstreifen führt. Friedrichshafen war Standort der Zeppelin-Werft und eines Zeppelin-Flugplatzes. Von hier aus stieg im Jahre 1900 das erste Luftschiff LZ-1 in den Himmel. Majestätisch gleitet das imposante Luftschiff am Himmel. Damals wie heute faszinierten die lautlos schwebenden Giganten die Menschen. Für einen Filmer ist ein solcher Anblick natürlich ein besonderes Ereignis, das unbedingt festgehalten werden musste. Geografisch gesehen ist der nächste Film ein weiter Sprung. Ihn hat ein Angehöriger der deutschen Luftwaffe gedreht, der in München stationiert war und bei einem Ausgang einige wenige Sehenswürdigkeiten der Stadt festhielt. Leider haben diese Aufnahmen an Qualität eingebüßt, dennoch sind sie geschichtlich von Interesse. Folgen wir dem unbekannten Soldaten auf seinem kurzen Spaziergang durch die Stadt. Mit der Straßenbahn ging es in das Zentrum. Die Feldherrenhalle. Zur damaligen Zeit fanden hier große Veranstaltungen der Nationalsozialisten statt. Das Haus der deutschen Kunst, erbaut im Jahre 1931 im klassizistischen Stil. An dieser Stelle stand bis 1931 der Glaspalast, der einem Brand zum Opfer gefallen war. Die Umgebung Münchens bot im Sommer und Winter zahlreiche Freizeitmöglichkeiten. Eine Segelpartie auf einem der bayerischen Seen gehörte zu den schönsten Sommerfreuden und war vor allem auch bei den Studenten beliebt. Das Panorama der Bergwelt war für die kleine Gruppe der Filmamateure ein willkommenes Motiv. Man musste allerdings schon tief in die Tasche fassen, um sich damals ein eigenes Auto leisten zu können. Ein solcher Oldtimer wäre heute allerdings auch ein teures Vergnügen. Bei einer Fahrt über eine der gut ausgebauten Passstraßen eröffneten sich immer wieder atemberaubende Blicke auf die Bergwelt. Wem das Bergsteigen überhaupt nicht behagte, der erkundete auf einer Ruderpartie einen der zahlreichen klaren Bergseen. Die Fahrt auf dem Königssee bei Berchtesgaden gehörte schon damals zum touristischen Pflichtprogramm. Mit einem der Ausflugsboote geht es über den klaren, 5 Quadratkilometer großen See, der an seiner tiefsten Stelle 188 Meter misst. Der See ist von grau-weißen Felswänden eingeschlossen, die mauerartig bis zu 2000 Meter emporragen. Westufer, auf dem begrünten Schuttkegel des Eisbaches, liegt das Ziel, die Wallfahrtskirche St. Bartholomä aus dem Jahre 1711. In dem benachbarten Wirtshaus genoss man bei bayerischen Spezialitäten die herrliche Aussicht auf den See. Nach einigen Stunden Aufenthalt ging es mit dem Schiff zurück in Richtung Schönau.
waren auch Ausflüge ins nahegelegene Innsbruck, die Hauptstadt von Tirol. Diese charakteristische Ansicht würden wir bei einem heutigen Stadtbummel ohne weiteres wiedererkennen, denn hier fielen keine Bomben. Noch vielfältiger waren natürlich die Aktivitäten in den Wintermonaten. Jetzt kamen vor allem die Skifahrer voll auf ihre Kosten. Wer dann noch das Glück hatte, mit einem pistensicheren Wagen auf einen Gipfel gebracht zu werden, konnte die Abfahrt und das Panorama der verschneiten Bergwelt doppelt genießen. Passionierte Skiläufer fuhren auch damals schon bei jedem Wetter. Das dichte Schneetreiben jedenfalls scheint in diesem Fall der Abfahrt keinen Abbruch zu tun. Die meisten Urlaubsorte boten auch dem Schlittschuhläufer Gelegenheit, seinen Sport auszuüben. Ein schöner alter Streifen widmet sich dem Eiskunstlauf. Etwas neidisch blicken die Anfänger auf die gekonnt ausgeführten Pirouetten der Läuferin. Die damals hochmodernen sportlichen Kniebundhosen der Herren wurden im Volksmund Überfallhose oder Knickerbocker genannt. Unser Weg führt uns jetzt wieder nordwärts. Die Bayreuther Festspiele waren nicht nur ein Höhepunkt in der Musikwelt, sondern auch ein gesellschaftliches Ereignis. Schon damals war es ein Kunststück, Eintrittskarten für die Festspiele zu bekommen. In eleganten, schwarzen Limousinen fuhren die Besucher vor. Die Polizei hatte alle Hände voll zu tun, um den Verkehr zu regeln. In den Pausen flanierte man in festlicher Kleidung vor dem Schauspielhaus. Sehen und gesehen werden war die Devise. Farbfilm aus Rothenburg ob der Tauber. Rothenburg zählt zu den besterhaltenen mittelalterlichen Städten. Zahlreiche Tore und Türme zieren die Stadtmauer aus dem 14. Jahrhundert. Während sich in dem älteren Stadtkern mit seinen zahlreichen Bürgerhäusern im gotischen oder Renaissance-Stil vor allem das Patriziat, die Handwerker und Gewerbetreibenden niederließen, blieben in den Nebengassen bis ins 20. Jahrhundert landwirtschaftliche Betriebe erhalten, die zum Teil erst nach dem Zweiten Weltkrieg in Musterhöfen vor der Stadt angesiedelt wurden. Unweit von Rothenburg liegt die Bischofs- und Universitätsstadt Würzburg, berühmt durch seine Residenz, das Hauptwerk der deutschen Schlossbaukunst des Barock. Errichtet wurde sie in den Jahren 1719 bis 1744 durch den genialen Baumeister Balthasar Neumann. Hier in Würzburg verabschieden wir uns von der so charakteristischen süddeutschen Kulturlandschaft und begeben uns auf unserem Weg nach Nordosten auf eine Harzreise. Der Harz war damals noch weitgehend unberührt. Auf rund 100 Kilometern Länge luden seine Seen und dichten Wälder zu ausgedehnten Wanderungen ein. Selbst im Winter, wenn sich die kleinen Dörfer unter einer dichten Schneedecke versteckten, war von Massentourismus noch keine Spur. Die zahlreichen Hänge boten den Wintersportlern ausreichend Gelegenheit zur Betätigung.
hier ist es nicht weit bis Braunschweig, einer Stadt mit einer bewegten Geschichte. Da Braunschweig im Krieg stark zerstört wurde, sind diese nie gezeigten Aufnahmen von hohem historischen Wert. Aus mehreren Siedlungen um die Burg Dankwaderode entstanden, erhielt Braunschweig seine Stadtrechte durch Heinrich den Löwen, der hier im Jahre 1195 starb. Auf ihn geht auch der Dom zurück, der in den Jahren 1173 bis 1195 errichtet wurde. Zahlreiche Fachwerkbauten der Gotik und der Renaissance gaben der Stadt ihren unverwechselbaren Charakter. Zu den Besonderheiten gehört auch der Bronzelöwe auf dem Burgplatz, 1166 von Heinrich dem Löwen errichtet, das gotische Altstadtrathaus, das Gildehaus und das Gewandhaus mit seinem Renaissancegiebel von 1592. Auf dem Weg nach Berlin überqueren wir bei Magdeburg die Elbe. Die gleiche Stelle im Winter. Dichte Eisschollen machten die Fahrrinne unpassierbar. Zentrum Deutschlands war unbestritten die damalige Reichshauptstadt Berlin. Der internationale Flughafen Tempelhof war das Tor zur Welt. Berlin war auch Sitz der deutschen Lufthansa, die 1926 durch den Zusammenschluss mehrerer Luftverkehrsgesellschaften entstanden war. Täglich wurden von hier zahlreiche nationale und internationale Flughäfen angeflogen. Ein Farbfilm aus der Mitte der 30er Jahre hält Szenen auf dem Rollfeld fest. Delegation ist gelandet. Noch war die Zahl der Passagiere gering, dennoch wurde der Service großgeschrieben. Neben dem Gepäck beförderten die Flugzeuge auch eilige Luftpostsendungen. Wer die anonyme Atmosphäre unserer heutigen Großflugplätze kennt, den ergreift angesichts solcher Bilder ein wenig die Wehmut. Zu den herausragenden Ereignissen in Berlin der Vorkriegszeit zählten die Olympischen Spiele 1936. Erst jetzt entdeckte Privataufnahmen vergegenwärtigen die besondere Atmosphäre dieser Tage und Wochen. Für die Berliner öffneten die Begegnungen mit den zahlreichen Besuchern und Sportlern aus anderen Ländern und Kontinenten noch einmal das Tor zur Welt. Für das Regime waren die Spiele eine günstige Gelegenheit, sich den Anschein von Weltoffenheit zu geben. Bevor das nationalsozialistische Regime an die Macht kam, war Berlin als Reichshauptstadt das Zentrum politischer Auseinandersetzungen. Ein seltenes Dokument, das auch Einblicke in das Berlin der frühen 30er Jahre erlaubt, ist diese Privataufnahme vom Bundestreffen des Stahlhelms. Der Stahlhelm war ursprünglich ein Zusammenschluss ehemaliger Frontkämpfer aus dem Ersten Weltkrieg, entwickelte sich aber in den 20er und frühen 30er Jahren zu einer führenden Kraft im Kampf gegen die Weimarer Republik.
Vor allem die SA rekrutierte zahlreiche ihrer Mitglieder aus den Reihen dieser Gruppierung. Der Stahlhelm trat bewusst militärisch auf. In langen Kolonnen marschierten die uniformierten Mitglieder durch die Straßen Berlins, um sich anschließend zu einer öffentlichen Kundgebung im Lustgarten zu versammeln. Auch an anderen Plätzen im Stadtzentrum fanden Großveranstaltungen unter freiem Himmel statt. Höhepunkt war die öffentliche Versammlung im Poststadion, zu der auch zahlreiche Berliner Bürger strömten. Die weiten Ränge des Stadions waren prall gefüllt. Militärische Zeremonien und markige Reden der Vorsitzenden bildeten die Höhepunkte. Die Großkundgebung endete mit dem traditionellen Feuerwerk. Obgleich sich der Stahlhelm den Nationalsozialisten anbiederte, wurde er im Zuge der völligen Gleichschaltung am 7. November 1935 durch einen Beschluss Adolf Hitlers aufgelöst. Ein weiterer Film hält ein Treffen der Marinekameradschaften auf der AWUS, der Automobilverkehrs- und Übungsstraße zwischen Grunewald und Nikolassee fest. Aufmärsche wie diese zeugen vom Geist der Vorkriegszeit in Deutschland. Uniformen, Fahnen, Orden und militärischer Drill beherrschten das Bild der Männergesellschaften. Nur noch wenige Jahre und der Krieg würde einen ganzen Kontinent verschlingen. An das friderizianische Berlin, in dem jeder nach seiner Fasson glücklich werden durfte, erinnerte in diesen Jahren stumm das Schloss Sanssouci in Potsdam. Ganz anders präsentierte sich dagegen Paris mit der Weltausstellung im Jahre 1937. Paris, das war Vergnügen und Lebensfreude, weit ab von den martialischen Aufmärschen daheim in Deutschland. Die Stadt hatte sich festlich geschmückt und begrüßte ihre Besucher mit einem wahren Feuerwerk von Schönheiten. Auf den Straßen herrschte reger Verkehr und die Menschen strömten zu Hunderttausenden zum Ausstellungsgelände, um die Exponate der zahlreichen ausländischen Anbieter zu bewundern. Die Weltausstellung war eine der letzten großen internationalen Messen vor dem Kriege. Standen auch die wirtschaftlichen Interessen der einzelnen Länder im Vordergrund, so kam dennoch die Unterhaltung und bisweilen auch der Nervenkitzel für die Besucher nicht zu kurz. An dieser Ausstellung nahm auch das nationalsozialistische Deutsche Reich teil, obwohl Hitler zunächst scharf dagegen war. Der deutsche Ausstellungspavillon war von Hitlers Lieblingsarchitekten Albert Speer entworfen worden. Er entsprach in seiner kubischen Masse, gekrönt von einem Adler, der in seinen Fängen das Hakenkreuz hielt, schon ganz den architektonischen Vorstellungen des Dritten Reiches. Auf dem Ausstellungsplatz lagen sich der sowjetische und der deutsche Pavillon gegenüber. Die gigantischen Bauten der beiden Diktaturen wirken aus dem Nachhinein wie die Vorboten der kommenden Auseinandersetzungen. Zu dieser Zeit waren Auslandsreisen noch möglich und zahlreiche Deutsche nutzten die Gelegenheit, um Paris zu besuchen. Ein Berliner Tourist hat in diesem Film seine Eindrücke festgehalten. Natürlich war damals schon eine Fahrt auf die Aussichtsplattform des Eiffelturms eine Attraktion. Mit dem Blick über das Ausstellungsgelände weit hinweg über das Häusermeer von Paris verabschieden wir uns von dieser sympathischen Stadt. Der nächste Film führt uns in eine Region Deutschlands, die heute zum polnischen Staatsgebiet gehört, nach Oberschlesien. Ein Landarzt hielt mit seiner kleinen Kamera die Ereignisse des täglichen Lebens fest. In den Sommermonaten spielte sich das Geschehen rund um das Gasthaus Stadtbad ab. Während die älteren Bürger den sonnigen Tag bei Kaffee und Kuchen unter freiem Himmel verlebten, unterhielt ein Clown die Kinder. Selbstbewusst präsentierten sich die Dorfschönheiten auf dem Sprungturm. Doch scheinbar unbeeindruckt von ihrer Schönheit genossen die Jungen das kühle Nass des herrlich gelegenen Freischwimmbades.
Im katholischen Oberschlesien bildete die Kirche den Mittelpunkt des Ortes. Selbst auf ihrem Turm wurde die Hakenkreuzfahne aufgepflanzt. Eine Art Jahrmarkt versammelt das ganze Dorf. Zahlreiche junge Männer tragen bereits die Uniformen nationalsozialistischer Organisationen. Rund um den Brunnen mit seinen hübschen Figuren genoss man das Fest. Eine solche Landschaft eignet sich bestens für eine Fahrradtour. Annaberg in Oberschlesien, südwestlich von Großstrelitz. Hier erhebt sich ein 385 Meter hoher Basaltberg. Auf ihm wurde im Jahre 1938, eben zu der Zeit, als dieser Film entstand, ein Denkmal für die gefallenen Freikorpskämpfer eingeweiht. In unmittelbarer Nähe des Annabergs lag die neu errichtete Jugendherberge, die infolge des Krieges heute nicht mehr existiert. Zwei Filme führen uns nun in ein Gebiet, das mit der Vorgeschichte des Zweiten Weltkrieges eng verbunden ist, in das Sudetenland. Die ältere Aufnahme verdanken wir einem Angehörigen der Schlaraffia, einer Vereinigung zur Pflege von Humor und Kunst unter Beachtung bestimmter dem Rittertum angeglichener Formen. Dieser Männerbund entstand im Jahre 1859 in Prag aus einem Verein von Kunstfreunden. Anfang der 30er Jahre führte das Bundestreffen der Schlaraffen nach Karlsbad, dem berühmten Kurort im nordwestlichen Böhmen. Karlsbad liegt im Engtal der Tepel, wenig oberhalb ihrer Mündung in die Eger. Die aufwendig gebauten und liebevoll gepflegten Patrizierhäuser verliehen Karlsbad seinen besonderen Charme. Lassen wir noch einmal die Schönheiten dieses herrschaftlichen Kurortes lebendig werden. Zu den architektonischen Besonderheiten der Stadt zählte die alte russische Kirche mit ihren aufwendigen künstlerischen Verzierungen. Seinen Weltruf verdankt Karlsbad allerdings den 16 alkalisch-salinischen Heilquellen, die Jahr für Jahr von rund 60.000 Kurgästen genutzt wurden. Vor allem die heißen Thermalquellen waren eine Attraktion für die Besucher. Der zweite Film aus dem Sudetenland gibt mit bislang nie gezeigten Aufnahmen einen authentischen Einblick in die politischen Geschehnisse des Spätherbstes 1938. Um einen drohenden Krieg zu verhindern, hatten England und Frankreich im Münchner Abkommen dem Anschluss des Sudetenlandes an das Deutsche Reich zugestimmt. Nur wenige Tage später rückte die deutsche Armee im Sudetenland ein. Diese Aufnahmen, von einem Offizier in vorderster Linie gefilmt, vermitteln einen ungeschminkten Eindruck der Ereignisse. Die deutsche Minderheit empfing die einmarschierenden Truppen mit Jubel, nichts ahnend, dass Hitler schon längst weiterreichende Pläne zur Zerschlagung der Resttschechei vorbereitet hatte. Auf dem Kirchplatz einer kleinen Gemeinde sammeln sich die deutschen Soldaten. Auf den ersten Blick ein friedliches Bild. Doch nur wenige Monate später sollte daraus blutiger Ernst werden. Unter die Willkommensgrüße mischten sich erste Drohungen, die bald in blutige Verfolgung umschlagen sollten. Rund die Hälfte aller im Ausland lebenden Deutschen wohnte damals im Sudetenland. Die zunehmenden Auseinandersetzungen mit Tschechen und Slowaken führten bei vielen Sudetendeutschen zum Wunsch nach einem Anschluss an das Deutsche Reich. An zahlreichen Orten wurden die vorrückenden deutschen Soldaten daher freudig begrüßt und als Befreier gefeiert.
Das Sudetenland war in erster Linie ein Agrarland. Die Bevölkerung betrieb in den Senken und weiten Tälern Ackerbau. Daneben existierte eine Textil-, Glas- und Porzellanwarenindustrie. Einer der seltenen Farbfilme aus dieser Zeit zeigt uns noch einmal die ganze Schönheit des Sudetenlandes. Welche Ruhe strömt aus diesen Bildern und wie schnell sollte die Idylle den kriegerischen Auseinandersetzungen der kommenden Jahre zum Opfer fallen? Das Sudetengebirge zieht sich rund 310 Kilometer in südöstlicher Richtung von der Zittauer Bucht bis zur Mährischen Pforte. Die waldreichen Berge und abgelegenen Täler des Sudetenlandes waren beliebte Ausflugsziele. Die klaren Bäche und kleinen Seen luden zum Verweilen ein. Von Umweltverschmutzung war damals noch keine Rede. Die letzten Friedensmonate vor einem langen Krieg. Ein weiteres Grenzland im Osten des Deutschen Reiches war Ostpreußen. Hierhin führt uns der letzte Film. Segutten am Spirdingsee im Kreis Johannesburg war eine typische kleine ostpreußische Ortschaft, unweit der Garnisonsstadt Aarhus. Die hier in der Heimat der edlen Trakehnerpferde stationierten Offiziere nutzten jede Gelegenheit zu einem Ausritt. Überhaupt war das Pferd der ganze Stolz der Ostpreußen. Viele größere Höfe hatten ihre eigene Zucht. Wohl nirgendwo in Deutschland hatten die Menschen ein so inniges Verhältnis zu ihren Pferden wie in Ostpreußen. Aber Ostpreußen war nicht nur Pferdeland, es war auch das Land der herrlichsten Ostseestrände, wie hier in Rauschen an der Samlandküste. Noch lag das Land in tiefem Frieden. Doch nur wenige Wochen nach diesen Aufnahmen wurden die ostpreußischen Grenzkreise zum Aufmarschgebiet für den Polenfeldzug. Der Krieg hat vieles von dem, was dieser Film noch einmal aufleben lässt, unwiederbringlich zerstört. Angesichts dieser Verluste sind die hier zusammengetragenen Privataufnahmen unschätzbare Erinnerungen an eine untergegangene Welt.